Oh, jetzt Ball auf Aubameyang und da ist er, da ist er. Der Knipser, Pierre-Emerick Aubameyang. Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic Gladi. Heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Ultimate Team Booties 18 Serie. Unsere 18 Bundesliga-Spieler warten weiterhin darauf, hier sich stetig zu verbessern. Neu im Team mit dabei sind einmal Verhaag von FC Augsburg, und zwar die Team of the Season Variante. Auch neu dabei ist Raphael von Gladbach, der 82er Team of the Week Spieler, und der dritte neue im Bunde, haben wir noch einen? Ne, ich glaube, das war's schon, oder? Ne, Geis haben wir noch, genau, von Mainz 05. Den haben wir auch noch neu. Geis, noch in der Mainz 05 Variation. Jetzt spielt er ja bei Schalke, wissen wir alle. Aber wir spielen ihn noch für Mainz 05. Und so, mit diesem Team geht's jetzt ins neue Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe natürlich auf ordentliche Upgrades, auf ein schönes Spiel für euch. Viel Spaß. Und da haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Im Sturm hatte Aguero und Dumbia. Dann rechts außen ist glaube ich Adel Tarab. Die Zentrale des Mittelfeld ist Elm, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Ramirez, Boateng und Cahill in der Innenverteidigung. Rechtsverteidiger war Kyle Walker. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Gegner. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel hier ausgehen wird. Was er hier zu bieten hat. Witziger Rasen auf jeden Fall direkt mal hier am Start. Mit diesen Kreisen. Das ist schon ein bisschen verwirrender als manche andere Spielstätten. Aguero zieht direkt durch. Erste Aktion, das ist nicht zu glauben. Anderthalb Minuten gespielt und direkt hier die Führung für unseren Gegner. 1-0. Aber das, was der Gegner kann, können wir hoch. Erster guter Abschluss hier von Pierre-Emerick Aubameyang, der da ordentlich sich durchgetankt hat. Geis schießt die Ecke, hat er ganz gute Werte bei so etwas. Ah. Rausgespielt erstmal auf Sorg. Stocker ist Linksfuß. Geis. Na, da probieren wir es nochmal mit dem Schuss, aber das hat natürlich keine Auswirkung. Gibt die nächste Ecke für unseren Verein hier. Ecke kommt rein. Geis, ja, bringt den Ball interessant herein. Gibt das nochmal die Ecke? Nein, gibt den Einwurf für den Gegner. Schauen wir mal. Elm war richtig getippt von mir, das ist schon mal gut. Musa gegen Stocker. Musa bedeutend schneller gegen Verhaag. Auch da Musa schneller gegen Kahn Ayhan. Nochmal ankommen. Dann kommt der Pass nach innen. Und dann war zum Glück Sorg da. So, Geis. Ah, viel Pass von Geis. Und jetzt super Aktion. Direkt Dumbia. Weiter geht's. Der Torwart ist dran, hau das Ding doch weg. Oh, Gott sei Dank. Der Gegner wieder mit der Chance. Musa läuft, läuft, läuft drin das Ding. Zwei Torschüsse vom Gegner, zwei Tore. Sehr, sehr souverän hier, aber klar, die Stürmer und die ganze Mannschaft an sich natürlich sehr, sehr schnell. Da sitzt mit unseren Verteidigern, die da nicht mithalten können, wie zum Beispiel Verhaag. Da sieht das nicht so gut aus. Musa extrem schnell. Aguero sehr schnell. Da haben wir mit unserer Verteidigung ein paar Probleme in dem Spiel. Nächste Chance, Dumbia. Und auch der ist drin. 26. Spielminute, 3-0. So, Freistoß für den Gegner, warum auch immer. Kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Die haben eigentlich gar nichts gemacht, aber gut, Freistoß aus einer guten Position. Elm wird antreten. Wird den wahrscheinlich machen, nehme ich mal an. Nein, macht ihn daneben. Bleibt beim 3-0 in der 35. Minute. 10 Minuten noch in Halbzeit 1. Ja, vielleicht kriegen wir noch irgendwas gebacken. Sieht nicht so gut aus in dem Spiel hier für uns. Kommen mit der Geschwindigkeit des Gegners nicht mit. Vor allen Dingen hinten in der Defensive. Geis auch nicht der schnellste. Özdunali auch nicht unbedingt bekannt für seine Explosivität. Vielleicht müssen wir dann in der Halbzeit noch mal ein bisschen was machen. Und mal reagieren, schöner Pass. Jetzt raus und dann läuft Aubameyang vorbei, aber war sowieso abseits. Nächster Schuss, nächstes Tor. Sergio Aguero, wenn ich mich nicht täusche. 14:41, und wir werden jetzt mal wechseln zur Pause und ein paar Veränderungen vornehmen. Es kommen Seredier, dann kommt Wimmer und
Auch noch Knoche. Mal zusehen. Bisschen mehr Pace in der Innenverteidigung, um da ein bisschen besser noch gegen anzukommen, gegen den Gegner hier. Ich meine, es steht 4-0. Absicherung ist natürlich auch witzig jetzt in diesem, ja, zu dieser Zeit des Spiels, zu diesem Ergebnis hier. Ich meine, wie gesagt, 4-0. Was willst du noch großartig erwarten? Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir jetzt hier immerhin ein bisschen besser in der Verteidigung stehen können. Gegen so einen schnellen Gegner sieht es mit Öztun Ali und Kim Zombie, der 57 Overall hat, natürlich nicht so gut aus. Auf Stocker. Schön auf Raphael. Und der spielt den weiten Ball, aber da kommt natürlich ein Robin nicht hin. So, die zweite Halbzeit ist mittlerweile schon ein paar Minuten alt. Und jetzt gehen wir hier mit ein Robin, aber der findet den Ball. Ah, bitter, bitter, bitter. So, Vorteil gepfiffen. Ah, er nimmt den Ball weiter mit. Wieder weiter hoher Ball auf Aguero. Aber mit Knoche und Wimmer sieht das hier schon bedeutend stabiler alles aus. Witzigerweise. So, schöner Ball nach außen, wollte ich gerade sagen, aber jetzt wurde irgendwas abgepfiffen. Serie-Dier. Geis mit dem Fernschuss. Das erste Mal so etwas ähnliches wie ein Torschuss, aber war jetzt ja noch ein bisschen daneben. 4-0 weiterhin, ja, 65. Spielminute für den Gegner. Nächste Chance, Kopfball drin. Eieiei, was soll man da machen? Ganz ehrlich, also das ist auch Glücksfaktor so ein bisschen hier dabei. Also das ist schon sagenhaft, wie viele Dinger reingehen. Gefühlt jeder Schuss ein Tor. Und schaut euch das hier an. Also da dotzt der Ball auf und dann ist Aguero mit dem Kopf da. Das ist natürlich sagenhaft. 5-0 ist eine ziemlich eindeutige Angelegenheit hier. Nächste Chance, Sobia, aber abseits. Wir stellen es mal auf. Sehr offensiv, Konter. Beziehungsweise nicht Konter, sondern hoher Druck und Pressing. Und versuchen dadurch irgendwas gut zu machen. Vielleicht noch irgendein Upgrade zu erhaschen hier. Ah, komm, geh hin, Seridier. Klappt nicht, aber es gibt Freistoß aber für den Gegner. Komm schon, 73. Spielminute. Mann. Jetzt sind wir natürlich hinten vollkommen offen. Vollkommen blank. Super verteidigt. Oh, und dann haut das Ding da hinten raus. Sehr gut. Arjen Robben. Raphael, wieder Arjen Robben. Und jetzt gehen wir mal mit Arjen Robben. Ich meine, er hat das Zeug dazu. Wird da gefoult, gibt natürlich den Freistoß für uns. Und wir probieren es mal selber mit Arjen Robben. Aber der war viel zu lasch geschossen. War zu schwach. Keine Chance für Hach. Sehr gut gemacht. Zurück auf Kruse. Ja, es läuft. Zumindest defensiv läuft es besser jetzt mit der jetzt vorhandenen Verteidigung. Muss man einfach sagen. So, jetzt Ball auf Aubameyang. Und da ist er. Da ist er. Der Knipser. Pierre-Emerick Aubameyang. Teil des Sturmtrios hier vom BVB. Zwar nicht bei unserem Team, aber echt natürlich. Und in echt spielt er auch eine gute Saison, hoffe ich. Und wir sehen mal, wie es weitergeht. Hier wieder für ein Tor gut. Klar, er ist schnell und er macht die Dinger rein. Super Spieler, Pierre-Emerick Aubameyang. So, Seredier. Oh Gott, Riesenmöglichkeit für den Mann von VfB Stuttgart. Jetzt gibt es nochmal direkt die Ecke hier. Geis schießt. Ah, kommt nicht gut an. Stocker wird gefoult und dann direkt der Konter. Nehme ich mal an. Verhach muss jetzt aufpassen, dass er sich nicht zu kalt abkassieren lässt. Super gemacht, aber dann kommt er nochmal. Ball in die Mitte gespielt. Ist noch heiß. Aguero war auch vollkommen platt hier in diesem Spiel. Ja, das ist der Gegner jetzt hier. Versuchte erstmal. Sahen wir erstmal ein bisschen nach unfairem Spiel aus. Super verteidigt. Kruse, ganz stark. Ja, der Ball war ein bisschen zu weit. Vielleicht hätten wir da sonst noch was draus machen können. Super, ein Robben.
Arjen Robben, der Mann vom FC Bayern, Arjen Robben daneben. Ja, am Ende kommen wir nochmal in Fahrt, ein bisschen zu spät für dieses Spiel. Nochmal Ecke, Geis. Super Kopfball, gibt sogar nochmal die Ecke. Schön gemacht da von Knoche, glaube ich, war's. Wieder Geis. Seredier kommt da natürlich nicht hin. So, kommt nochmal der Konter. Super verteidigt. Was war das denn? Aber gut, abgepfiffen jetzt vom Schiedsrichter diese Partie. Ja, einmal plus 3 für eine beliebige Position. Wobei, einmal plus 3 müssen wir uns noch aufheben, beziehungsweise müssen wir zurückstecken, weil ich glaube, Geis war einmal ein bisschen zu viel. Geis hatte einen zu viel, den benutzen wir da also. Und dann gibt es also keine Upgrades. Wir hoffen beim nächsten Mal auf mehr Tore und mehr Upgrades für unser Team. Ihr seht hier rechts 2 andere Videos von uns. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Madden und Formel 1 sind am Start, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten Facebook, Twitter, Instagram in der Beschreibung. Für alle, die neu auf unserem Kanal sind, würden wir uns natürlich riesig über ein Abo freuen. Bald geht es los mit FIFA 16, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Falls ihr das Handy benutzt, einfach das Handy wieder hochdrehen, gerade drehen. Und dann müsst ihr den Abo-Knopf sehen und da einfach draufdrücken. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTastic.de.